Hallo, der Import-Report geht weiter, wenn ich mich nicht verzählt habe. Episode 10 sogar schon. Wenn ich mich verzählt habe, dann war es doof, aber es müsste 10 sein. Weiter geht's. Das sind jetzt Sachen, die ich gekauft habe, so Ende 21, Anfang 22, glaube ich. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, weil ich es vergessen habe. Also wird schon ungefähr stimmen, ist ja auch egal. Jedenfalls, 5 Spiele wieder, allesamt auf Englisch spielbar. Allesamt aus Japan und oder Fernost. Also und oder passt ja nicht. Japan und Fernost ist ja, egal. Jedenfalls selbst importiert, überwiegend bei Amazon Japan oder halt ab und zu mal hier andere Wege wie zum Beispiel NetGames. Schauen wir mal. Was habe ich denn diesmal? Das erste ist, das hat eine tolle Geschichte. Buried Stars ist eine Visual Novel aus Korea. Die gibt es bei uns als Download. Und dieses elende, verdammte, verpackte Spiel gibt es nur in Korea. Das heißt also, kein Glück bei Amazon Japan. PlayAsia hat mich da ordentlich verarscht, um es ehrlich zu sein. Ich habe es vorbestellt, wie es gab. Sie hatten eine Fuhre quasi. Die war schnell ausverkauft. Vorbestellt, bezahlt und irgendwann nach Wochen, also wie es rauskam, wohlgemerkt, nach Wochen dann, oh, sorry, haben wir nicht, gibt's nicht, hier ist dein Geld zurück und so. Es war ein bisschen Kuddelmuddel, weil das war storniert und nicht mehr in meiner Historie, aber das Geld war dann noch schon wieder da. Und irgendwann stellt sich raus, Jahre später, ordentlich später jedenfalls, oh, sie hatten wohl irgendwann mal doch eine Fuhre, haben es aber nur den Leuten gesagt, die gesagt haben, bitte, bitte notieren und nicht, wie ich jetzt gedacht hätte, es wäre ja nur Service, den Leuten, wo man es storniert hatte, ist zu sagen, hey, jetzt haben wir es doch noch. Nix. Also habe ich verpasst und denke mal, ja, super, das hat meine Liebe zu diesem Laden wieder natürlich nochmal ganz besonders entflammen lassen. Aber gut, irgendwann habe ich dann mal so auf gut Glück mir gedacht, ach Scheiße, schau mal, was eBay sagt. Dann sieht man so, boah, sind das Preise? Und dann sehe ich, oh, da ist einer aus Korea, der ist, geht noch. War auch schon teuer, ich glaube 60 € plus Versand und dann natürlich theoretisch kommt noch Steuer drauf. Das war noch bevor die Untergrenze gestrichen wurde, glaube ich. Egal. Und dann so, ach ja, ach probieren wir es, schauen wir mal. Dann, ja, gekauft, verschickt relativ schnell mit Tracking-Nummer. Es war super spannend. Das hat dann nämlich schon 3, 4 Wochen irgendwie gedauert und teilweise mit längeren Pausen im Tracking. Aber da war dann sogar die Flugnummer, mit welchem Flug das nach Frankfurt transportiert wurde. Bizarr. In Frankfurt lag es dann ewig. Und dann irgendwann ging es dann weiter, glaube ich das auch. Und dann war es hier. Und völlig zu meiner ganz großen Verblüffung hat der Zoll von mir nichts gewollt. Obwohl außen deklariert schon ordentlich drauf stand, $60 oder was. Also es hätte eigentlich 10, 12, 15 € Steuern noch draufkommen müssen. War aber nicht. Die haben einfach gesagt, es ist uns wurscht, hat es der Post mal. Also auch nicht der Postladenfirma, war halt nicht. Haben es mal gebracht. Ist egal. Also jedenfalls eine eigentlich vom Konzept her sehr interessante Visual Novel. Es sind so Mitglieder von. Sind es K-Pop-Stars und sowas, glaube ich, die dann irgendwie, da gibt es eine Katastrophe beim Auftritt und sie sind dann irgendwie unterirdisch verschüttet und müssen so quasi ums Überleben kämpfen, so mit Nervenkitzel, Blubber, mit ein paar interessanten Mechaniken. Es hat wohl auch seine Schwächen. Ich bin leider bis dato noch nicht so sehr dazugekommen, um mal mehr wie nur kurz reinzuschauen. Ja, schön blöd irgendwie, oder? Ewig Geld abgelatzt und noch immer nicht gespielt, aber ja, das ist also mein eines Spiel aus Korea, wo ich auch Dirk aus Korea mir habe schicken lassen dürfen müssen und es hat geklappt letztendlich. Ja, so viel dazu. Nächstes Spiel, ja, das kann man kennen. Raiden 4 Cross Mikado Remix. Raiden ist ja eine Shoot'em'up-Serie, vertikal Shoot'em'up. Sehr ruhmreich und alt, war damals Teil 1 und 2 waren Startsortiment PlayStation 1 bei uns von Seibu Kaihatsu. Inzwischen gibt es, glaube ich, Teil 5 ist der aktuelle, den es noch gibt. Und Teil 4 gab es dann irgendwann mal über 505, glaube ich, billig auf der PS2. Und dann jedenfalls kam halt für Switch von MOS dann hier der Remix mit Mikado, ist eine Spielhalle, eine ruhmreiche, glaube ich, in Japan, wo die hier einen Soundtrack zu beigesteuert haben und irgendwie extra Modi, wie auch immer, habe ich mir halt dann gegönnt. Und dann kurz drauf ist es dann angekündigt worden, hier, ja, im Westen, also in Japan, nee, in Amerika gab es, glaube ich, auch verpackt, aber da war mir dann Aufwand, Preis, Leistung, irgendwas war ein Grund, warum ich es nicht bestellt habe. Wahrscheinlich, weil es Porto teurer war bei Amazon Amerika wie bei Japan. Und dann kurz darauf haben sie es dann für Europa angekündigt bei P-Cube. Und ich so, ach, Kacke, dann hätte ich es mir auch sparen können. Aber zum Glück habe ich es mir nicht gespart, weil das hat sich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß und die mir nicht erschließen wollen,
bei uns ein halbes Jahr mehr oder weniger immer wieder verschoben und dann kam es halt doch noch irgendwann raus. Aber ich habe es dann schon gehabt. Ja, ist halt ein relativ noch klassisch angehauchter Vertikalshooter. Nicht ganz so, nicht so sehr wie die pixeligen von früher, halt schon ein bisschen modernere Optik, aber feines Spiel, wenn man sowas mag. Deswegen schön. Aber wie gesagt, kann man bei uns auch kaufen. Gibt es auch Retail. Muss man halt nur finden. Gut. Nächstes Spiel. Ach, schön. Noch ein Clannad. Das sind die Clannad Side Stories, wenn ich es im Kopf habe. Also so Ablegergeschichten rund um Clannad. Da kann ich nicht viel mehr zu sagen. Habe ich genauso noch nicht gelesen wie Tomoyo After, weil halt eben nicht das Original noch nicht gelesen habe. Der Grafik, der Charakter-Design-Stil sagt mir immer noch nicht so sehr zu, aber ich habe mal gedacht, das muss dann schon, wenn schon, denn schon, machen wir es komplett. Müssen wir komplett haben. Auch hier wie immer Englisch. Gibt es bei uns natürlich als Download und damit ist dazu, glaube ich, das meiste gesagt in dem Fall. Nächstes spannendes Spiel. Oh Jesus. Für die PS4 gibt es auch für Switch Wing of Darkness. Jupp. Von Clouded Leopard mal wieder. Die DB-Profis, wenn man so will. Wie man sieht, noch verschweißt. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Es ist wohl relativ kurz, 3, 4 Stunden. Es ist ein Actionspiel, wo man irgendwie rumfliegt. Mit, glaube ich, tatsächlich mit Flugzeugen sogar. Ja, oder sind es Flugmechs? Keine Ahnung. Ist wohl eher so mittelprächtig und ich müsste jetzt, muss es zugeben, kann ich natürlich, wie man sieht, aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich habe es halt mal mitgenommen und wollte mal und habe noch nicht. Ja, wie so oft. Cover Design ist ganz nett und sonst so, ja. Kann man sicher spielen, muss man aber wohl nicht, aber wollen tue ich dann doch nochmal irgendwann mal. Und Spiel Nummer 5, diesen Durchgang. Ach ja, auch das fein. Das war auch so eine Geschichte. Akibas Trip, Hellbound und Debrief. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Neuauflage vom PSP-Teil. Da gibt es ja mehrere von, jetzt zwei oder drei, bin mir nicht ganz sicher. Wie man sieht, die Asien-Version, die habe ich halt mal auch da spontan mitgenommen. Bei NetGames war das damals. Obwohl ein paar Wochen später dann schon das Ding bei uns kam und ich habe es aus irgendeinem Grund mir gedacht, ach, bestellen wir es halt vorher. Weiß auch nicht ganz genau wieso. Jetzt habe ich halt ein nicht englisches Bein und so einen, keinen großen Vorteil, weil wie man auch unschwer erkennt, ich habe es irgendwie nicht eingelegt. Ich glaube, ich habe es nicht eingelegt, weil ich in der Zeit auch dann prompt den Review-Code bekommen habe. Einen davon, weil getestet habe ich es dann nicht ich, aber ja, ist wohl eher ein mittelprächtiges Spiel, also Action-Rolli-Element mit ein bisschen Klamotten kaputt hauen, aber eher auf belanglos und nicht besonders anregend. Also ich kann nicht allzu viel zu sagen, wie man offensichtlich merkt, aber das gibt es bei uns ganz normal im Handel. Müsste es geben, gab es zumindest. Und ja, braucht man wohl auch nicht unbedingt, aber mei. Es passt ganz gut in mein Beuteschema quasi so mit quirliges japanisches Spiel. Ohne Fantasy, also mit Realbezug ein bisschen, schadet nie. Schadet normalerweise nicht. Aber gut, was weiß ich, keine Ahnung, ich hab's halt. Und irgendwann mal sollte ich es vielleicht nochmal spielen. Aber ich kann es auch unverpackt lassen, weil ich es ja auf der installiert auch habe. Ganz großer Ding. Was steht hier? 10. zum 10. Geburtstag. Fantastisch. Naja, wie auch immer. Wieder noch ein paar Spiele gezeigt. Großartig, oder? Ja, hoffe ich zumindest, dass es einigermaßen interessant war und lehrreich oder vielleicht motiviert hat, euch mich sehr mehr damit zu befassen oder whatever. Und ja, war's für diese Folge. Wahnsinn, oder? Für die 10. schon. Wow, es kommen schon noch einige, keine Angst. Also, falls hier noch jemand zuschaut, ich nehme die nämlich jetzt gerade schon sehr viel am Stück vorab auf. Das habe ich jetzt gerade eben hier exklusiv verraten, vielleicht die so lange zugeschaut haben. Ich hoffe, dass überhaupt noch jemand zuschaut, sonst habe ich den ganzen Quatsch wieder umsonst gemacht. Aber wir werden es sehen. Oder ihr werdet es sehen, oder ich werde es gesehen haben, ob es jemand gesehen hat. Egal. Jedenfalls war es für diesmal. Bis dahin dann wieder. Tschüss.